geht's dann so? Sehr gut, und ich auch. Ja, ja. So früh am Tag weiß man das noch nicht. Ja. Herr Juncker, Herr Minister Schäuble hat schon gesagt, es fehlt ein bisschen an Elan, jetzt weiterzukommen. Was erwarten Sie denn jetzt auch in Bezug auf Sanktionen? Wo muss denn jetzt mal angezogen werden? Ich finde auch, dass wir uns allzu sehr und allzu lange jetzt auf Allgemeinplätzen aufhalten. Es braucht jetzt Druck und Saft, damit aus dem Ganzen was wird. Und ich bin schon der Auffassung, dass wir heute versuchen sollten, Fortschritte zu machen. Wir halten im Übrigen das Recht vor, falls es in der Sache nicht genug Fortschritte gibt, dass wir dann als Eurogruppe uns morgen Nachmittag, da haben wir eine informelle Sitzung, überlegen, was wir von eurer Seite aus an zusätzlichen Saft in das Getriebe einfließen lassen können. Wie sehen Sie die Chancen, eine Transaktionssteuer auf europäischer Ebene einzuführen? Wie sehen die anderen Mitgliedstaaten den französisch-deutschen Vorschlag? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Deutsche und Franzosen inhaltlich auf allen Punkten in einer Auffassung sind. Wir werden sehr aufmerksam zuhören. Ich bin der Meinung, dass wir in Sachen Transaktionssteuer uns bemühen sollten, eine schlüssige Lösung vorzulegen. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass uns dies schon heute und morgen gelingen wird. Das europäische Semester ist ja das große Thema heute. Was ist eigentlich nochmal genauso wichtig daran? Warum sollte das jetzt schnell abgenickt werden? Als wir den Stabilitätspakt 2005 reformierten, hatte ich das europäische Semester vorgeschlagen. Damals waren alle dagegen. Insofern bin ich sehr zufrieden, dass der gesunde Menschenverstand doch manchmal zuzugreifen versteht. Es geht im Kern darum, dass nationale Haushaltsprozeduren, nationale Haushaltsberatungen und europäische Vorgänge harmonisiert werden, damit wir nicht mit einigen Monaten Zeitversetzung uns um dieselben Probleme einmal zu Hause und dann einmal in Europa kümmern. Wir kommen das sehr darauf an, dass das, was wir in Europa als Eurogruppe beispielsweise mit den 16, 17 Stimmen der Euro-Mitgliedstaaten beschließen, dass dies auch von den nationalen Regierungen zu Hause sehr intensiv plädiert wird, auch in den nationalen Parlamenten vorgetragen wird. Wir kommen das sehr darauf an, dass die nationalen Stabilitäts- und Reformprogramme im Lichte gemeinsamer Entscheidungen in nationale Übersetzungen auch in Brüssel vorgetragen werden und zu Hause umgesetzt werden. Das verspreche mir davon, ein synergetischeres Vorgehen in den Nationalstaaten und auf der europäischen Ebene. Wie will man